Kapitel 2 von Paper Mario geht hiermit weiter. Wir sind hier in der Wüste und suchen nach einem Brief. Denn Paracarry hat leider seinen Brief verloren und der ist ihm ganz wichtig, sonst verliert er seinen Job. Und wenn er seinen Job verliert, womöglich auch noch andere Sachen. Deshalb sollten wir ihm helfen und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Sein Brief. Wow. Das wirkte sehr gestaged, aber ich kann euch versichern, ich habe da nicht erwartet, dass hier direkt der Brief schon sein wird. Aber perfekt. Dann haben wir den jetzt schon mal. Warte mal, hier geht's weiter. Sollen wir erstmal zurückgehen? Was bist du denn? Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zurück. Bringen den Brief. Und schauen uns hier noch ein bisschen um. Hier sind sehr viele Montys, wie man sehen kann. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommen soll. Kann man irgendwie später so. Kann man irgendwie später so große Jumps machen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier ein paar sehr blöde Montys, die zur Strecke gebracht werden wollen. Bam! Was mich sehr stört bei den Montys, habe ich aber auch schon letzte Folge erwähnt, ist nicht, dass sie 2 Damage machen, sondern dass die 3 Leben haben und ich immer mit meinen Charakteren alle 2 Leben abziehen kann. Das ist immer sehr doof. Ja, und außerdem, ich bin absolut kein Freund in diesem Spiel von diesen wilden Kämpfen. Einfach nur, weil die kaum XP bringen. Ich brauche dringend XP, weil ich hier von dem Zauberer verarscht wurde, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir die Kämpfe keinen Spaß machen. Also die normalen Wild Battles. Jetzt nicht das Kampfsystem oder so, ne? Das nicht. Na und blocken ist natürlich schwer. Hab ich gerade gesehen, ich hab's einfach nicht hinbekommen. Aber gut. Hey, Honigsirup. Du kannst keine Items einnehmen. Sorge für Platz. Warte, stopp. Lass es liegen. Weggeworfen? Was soll denn heißen weggeworfen? Spann dich mal, warte mal. Lass mich doch mal ganz kurz hier den Bratpilz fressen. Bisschen Verschwendung, aber egal, haben wir ein bisschen Leben. So, jetzt kannst du es aufheben. Honigsirup, yeah. Sollen wir wirklich schon voll sind mit unserem Platz? Hab ich irgendwie nicht erwartet. Aber na gut. So, wo ist Paracarry? Der war hier doch irgendwo. Oder nicht? Ich glaube, hier links in dem Bildschirm war er. Genau, da ist er. Hey, Kumpel! Mit der Brief. Ah, oh, das ist er. Danke, dass ihr ihn für mich gefunden habt. Ich bin so erleichtert. Eigentlich suche ich auch noch nach 2 weiteren Briefen, die ich verloren habe. Es war nicht meine Schuld, ehrlich. Wenn ihr sie findet, würdet ihr dann... Ich danke euch vielmals. Oh, Mann. Das heißt, wir sind den ganzen Weg umsonst zurückgegangen, gefühlt. Na gut. Was soll's. Oh Gott, nein, bitte. Ich will nicht nochmal kämpfen. Eine Kampf war genug Schmerz. Deshalb skippe ich den jetzt. So, aber da kommen wir nämlich dran. Außerdem habe ich Angst vor dem Monty. Warte, was ist ein anderer Monty? Der bewegt sich ja. Hey, lass ihn mal scannen. Bam. Nee, warte, was? Das ist ja wieder normal. Seltsam, aber okay. Dann auch halt ab. Nein, lass die Münzen. Ich brauche sie. Okay. Nee, also wie gesagt, hier kommen wir nicht rüber. Das ist bestimmt für später gedacht. Bestimmt. Yeah. Was bist du denn für einer? Bam. Ups, daneben. Bam. Ach, komm schon. Aua. Hast du ein Problem oder was? Was bist du überhaupt? Mario, das ist ein Kirk. Kirks sind sehr stark, also solltest du besser aufpassen. 2 KP, 2 Angriff, 2 Verteidigung. Ja, ist ihre Lieblingszahl. Ihre Spezialität ist es, sich als Felsen auszugeben. Also pass auf, wo du hintrittst. Wenn du auf ihre Stacheln springst, dann, ne, weißt du, was passiert. Manchmal ist es mutiger, das Weite zu suchen. Na, die rammen einen auch, oder die wollen zumindest rammen. Okay. Komm. Bam! Hä? Kein Schaden? Was? Okay. Wieso machen wir keinen Schaden?
gegen alle Gegner. Das würde ich gerne aufsparen. Ja, das Schlafen wird nichts bringen. Ich mag generell die Schäfchen nicht. Das ist nicht so meins. Ja, das würde ich auch gerne aufsparen. Ja, eigentlich haben wir nichts. Ich glaube, ich hau lieber ab, wenn ich den so nicht killen kann. Es sei denn, jemand anderes kann ihn killen. Bombett könnte ich mir vorstellen, dass sie den Stein in die Luft sprengen kann. Gedrückt halten, okay. Jetzt habe ich die Attacke verkackt, deshalb bitte. Ich weiß es nicht. Und, ja, nein. Ich wollte es versuchen, aber es hat nicht funktioniert. Dann halt nicht. Ja, ist okay. Ist okay, Spiel. Ganz viele Menschen. Ja, ja, genau. Ich brauche die noch. Danke. Ich wechsle kurz wieder zu Gumbario, nur für den Fall, dass hier irgendwas wieder auftaucht, was ich nicht kenne. Ich brauche alle Infos der Welt. Oh Gott, Hilfe! Jetzt stell dich mal vor, ich würde hier wirklich gegen jeden einzelnen Gegner kämpfen. Ich glaube, ich werde verrückt werden hier. Nein! Nein! Boing. Ach nö, komm, lass mich fliehen. Lass mich fliehen! Kann das sein, dass es immer schwerer wird zu fliehen? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern. Ach komm, ich... Ja, klar. Vor allem drücke ich auch noch A, aber okay. Dann halt nicht. Kannst du fliehen? Nein, kannst du nicht. Nur Mario kann fliehen. Na toll. Okay. Dann komm, hau ab. Lass ich die Münze jetzt liegen? Das sind aber so viele. Ja, was soll ich machen? Na, hier geht's nicht mal weiter. Ganz toll, alles umsonst. Ja. So, super. Was gibt's hier? Noch mehr Blödsinn? Falls halt nach rechts. Ich gehe nach links. Okay, keine Ahnung, wie das mich getroffen haben soll. Aber gut, gegen den Stein, die kann ich nicht kämpfen. Das funktioniert nicht. Also versuche ich das gar nicht erst. Okay, es war nur eine Münze. Nein, darum! Okay, man kann runterfallen. Perfekt. Hilfe, Hilfe! Gott, schnell weg hier. Okay, was haben wir hier Schönes? Ein Wasserfall? Das ist auf jeden Fall was Schönes. Ja, komm mal. Komm. Zeig mir, wo du mich hinführst. Bonk. Aua. Das hat weh. Oh Gott, nein, 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 nein. Das ist ein Brief! Wo sind wir hier überhaupt? Irgendwo, wo wir noch nicht waren. Ach Gott! Mann, das kann doch nicht sein, dass man dem nicht ausweichen kann. Das kann nicht sein. Und vor allem, dass man den nicht killen kann. Aber es ist ja scheinbar so. Keine Ahnung, was man gegen den tun soll. Jetzt schnell den Block aktivieren. Lass die Münzen einfach liegen. Egal, dann bin ich halt pleite. Ich muss schnell wissen, was da in dem Block ist. Ein Pilz! Ein stinknormaler Pilz! Speis ihn weg, Mann! Oh Gott. Weil mein Geld hätte ich gern. Ja, okay, der Pilz ist jetzt weg. Oh man! Oh Gott. Was haben wir hier Schönes? Kann ich einfach im Kreis latschen? Man kann sich verstecken vor den Montys. Sehr gut. Und man. Oh. Oh, oh. Hi. Bitte kein Item. Ein Ausweicherorden! Klappt, das Action-Kommando wird Schaden um 1 verringert. Also. Könnte ich mehr blocken? Okay, nicht schlecht. Ist nur die Frage, ob ich das drauf habe, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber nicht so ein guter Ort. Das ist aber ein Splitter, da würde ich gerne hinkommen. Wie mache ich das? Kann ich hier... Oh. Oh. Was zur Hölle? Diese Art ist sehr verwirrend. Wie ein großes Labyrinth. 1 Cent? Einen blöden Cent und einen blöden Gegner! Ich werde hier noch verrückt. Ehrlich, ich werde hier noch komplett verrückt. Also, ich kann die nicht mit dem Hammer angreifen. Ich kann nicht auf die drauf springen. Was kann ich denn dann? Ja, toll. Komm, schmeiß weg. Ja, super. Oh, ja. Sehr toll. Was ist das hier? Na komm, ess den anderen Bratpilz.
Dann kann zumindest das Sirup da aufheben. Das ist bestimmt mehr wert. Pass auf, wir werden angegriffen. Ja, perfekt. Sehr gut. Und rüber! Descent. Nein. Wie? Funktioniert das? Wait. Ich will was ausprobieren. Gib mir einen Try, Freunde. Geht nicht. Okay, das ist doof. Und es geht auch zufällig nicht mit Cooper. Der kann da nicht zufällig. Naja, 1 Cent. Weil so vielen Cent ich hier verloren habe. Gar nicht mal so schlecht. Da-dam. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns, Freunde. Doch, warte mal. Da oben war der Brief. Warte mal. Warte mal, können wir da wirklich noch drankommen? Weil... Ah, Mann! Genau das versuche ich nämlich auszuweichen. Wie gesagt, ich lasse diese Kämpfe. Ich glaube nicht, dass man den killen kann. Oder zumindest kann ich es im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch eine Begleiter bekommen oder so. Und da kann das dann. Vielleicht habe ich ihn auch schon verpasst. Und deshalb ist das ganze Spiel so... Aber, keine Ahnung, Alter. So, hier kann ich lang. Richtig? Ich dachte, das wäre nur so eine Abkürzung, aber nein, ich glaube, das führt mich wirklich weiter. Oder? Ja! Der zweite Brief! Der Typ ist doch Paracarry, oder? Da scheint gerade Brief an Colorado, okay. Keine Ahnung. Na gut, das ist der Brief, der geht ja an Colorado und nicht von Colorado. Na, ist auch egal. So, wir haben das. Wir wollten rechts abbiegen. Wisst ihr das noch von vor 10 Minuten gefühlt? Es war nicht 10 Minuten, aber es fühlte sich schon so an. War schon lange her. Da war ich ja noch im Wind. Sie werden so schnell wachsen. Hä? Hi. Whee! Oh, cool. Letzter Brief. Yay, wir können zurück. Und ich glaube, das sollen wir auch tun, weil mehr gibt es hier nicht zu tun. Okay. Ja, ich erspare euch das. Warte, bevor wir ihm Briefe geben. Hä? Da ist doch gar kein Brief dabei. Du machst irgendwelchen Blödsinn. Nein, mach keinen Blödsinn. Ich wollte mich noch kurz heilen. Jetzt gebe ich dir die Briefe. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank, Mann. Aber einer fehlt mir leider noch immer. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich nochmals unter der Hilfe bitten? Ich drehe hier wirklich jeden Stein um, aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Ich drehe, ich schwinge nach links und nach rechts und nach links und nach rechts und hier ist gar nichts auf diesem Bildschirm. Du solltest mal woanders nachschauen, aber na gut. Hier der Brief. Oh, der letzte Brief! Du hast ihn gefunden! Ach, jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Oh, nochmals herzlichen Dank! Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren. Ich glaube, dass mir während des Fluges über dem gesamten Königreich welche abhanden gekommen sind. Tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reise wohl ein Auge für mich offen halten? Als Gegenleistung biete ich dir meine Hilfe an. Deine Hilfe? Und dann verlierst du meine Items? Nix da. So, darf ich fragen, warum nicht? Hab ich doch gerade gesagt. Ach komm bitte, Mario, ich bekomme mächtig Ärger. Du musst meine Haut, mein Panzer retten. Ja, okay. Oh, gepriesen sie einen die Sterne. Der Gedanke, all die Briefe alleine suchen zu müssen, war nicht besonders schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Du sollst es nicht bereuen. Okay. Paracarry gehört nun zum Team. Drücke unten, um ihn Mario ein Stück tragen zu lassen. Ah, wir können jetzt fliegen. Das erklärt einiges. So kann Mario kurze Abgründe überqueren, über die er selbst nicht springen kann. Im Kampf kann er mit Luftangriff oder Panzerwurf einem Gegner den Hosenboden stramm ziehen. Jetzt aber los! Übrigens, wenn ich jemandem einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person, ja? Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben. Sprich, ich muss an deiner Seite sein. Vergiss das nicht, ja? Kein Problem, Kumpel! Okay, ich kann mich hier nicht steuern währenddessen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz kurze Distanz. Aber trotzdem, das finde ich ziemlich cool.
Können wir uns noch eine Info anschauen hier? Team. Ja, hier. Ein Paracooper im Dienst der Post, der nach verlorenen Briefen sucht. Ja. Ich liebe dieses Bild von Mario, wie, so, wie klein der einfach aussieht. Diese fette Nase. Ich liebe dieses alte Artwork. Super. Ich überlege gerade, wo könnten wir jetzt Paracarry gut gebrauchen? Ja, ich mach mal direkt mal ab. Warum nicht? Wir haben jetzt Paracarry, das ist auch gut. Vielleicht kann er jetzt die Typen killen. Wenn ich das nächste Mal in so einen Gegner reinlaufe aus Versehen, dann probiere ich es mal aus, ob der die killen kann. Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Okay, man muss wirklich ganz am Rande stehen. Aber er schafft's. Und so kommt man zum neuen Orden. Den Erdbebenorden bringt bei Boden- und Deckengegnern leichten Schaden. Hä? Was soll das denn bedeuten? Oh Gott. Okay, ich frage mich aber, wo es jetzt weitergeht. Ah, wahrscheinlich da an der Klippe mit dieser Brücke, oder? Das könnte sein. Ach, hier können wir jetzt rüber, schau mal. Ah, alles ergibt jetzt Sinn. Ja, weck den mal auf, warum nicht? Dann haut da vielleicht ein bisschen ab. Oh, Alter, war das knapp. Komm, schaffen das. Nein, Monty. Nein, nein. Hi. Sprichst du mit mir? Sonst ist ja niemand hier. Also musst du mich meinen. Es ist schon lange her, seit ich von meiner Heimat, den Blütenvätern, hierher gekommen bin. Aber du bist die erste Person, die mit mir spricht. Sonst nimmt niemand Notiz von mir. Vielleicht, weil du im Boden versteckt bist und auf der Oberfläche aussiehst wie eine Blume. Ich meine ja nur... Die wenigen Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Ich liebe ein gutes Gespräch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Dies ist ein wertvolles Samenkorn. Halte es in Ehren und denke an mich. Ein weiterer Zaubersamen. Weiß aber noch nicht, wo wir die pflanzen sollen. Bitte pflege deinen Samen mit viel Liebe. Eines Tages wirst du davon profitieren. Das hört sich gut an. Da bin ich. Dabei. Yeah. Das ist doch nice. So, und ich habe eine Idee. Denn... Warte mal, was? Wait. Oh! Ich wollte gerade nämlich sagen, wir holen uns jetzt einen Sternsplitter. Den meinte ich aber gar nicht. Das war gerade aus Zufall, weil ich das gesehen habe. Ach komm, ist doch... Ich wollte nach links zurück und mit Paracarry den Splitter holen. Aber warte mal, wenn wir sowieso gerade mit Paracarry vorne sind, können wir mal gucken, was er drauf hat. Kickt einen Gegner. Kurz vor der Landung. Oh. Okay, das funktioniert bei ihm auch nicht. Dann habe ich absolut keine Ahnung. Immer noch nicht. Warte, kann er jetzt nicht mitfliehen? Bleibt er jetzt einfach auf dem Boden liegen? Nein! Kollege, nein! Okay, komm doch hinzu. Ganz schnell weg. Ich glaube, ich guck mal nach der Aufnahme, nach der Folge, wie man den besiegen soll. Weil irgendwas stimmt da hier nicht. So, aber hier, war das nicht dieser Bildschirm? Ich glaube, das war hier in dem Bildschirm, ne? Da gab es doch ganz links die kleine Ecke da. Ne, das war nicht hier, das war der nächste Bildschirm. Ja, hier war das. Hier gab es doch immer den kleinen Sternsplitter. Und mit Paracarry kommen wir jetzt bestimmt dran. Am I right? Hier. Komm, flieg mich rüber. Nein, kannst du schon rüberfliegen. Man kann es auch abbrechen, auch gut. Okay, stopp. Yeah. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich die ganz lange aufbewahre und spare, die Sternsplitter, dann werde ich bestimmt davon noch sehr profitieren können. Mit Endgame-Orden oder so. Oder generell halt einem sehr starken Orden. Deshalb ist das gut, wenn wir die jetzt schon mal einsammeln, wenn wir die schon mal finden und die Gelegenheit haben. Aber ich kann euch jetzt auch nicht sagen, ob ich überhaupt alle Orden im Spiel einsammeln werde oder nicht. Orden, was heißt Orden? Splitter. Alle Orden wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest ging das in manchen Mario Luigi Teilen nicht, dass man da alle sammeln konnte. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier das gleiche ist. Aber wie sind tue ich nichts hier, ne? Oh, wir sind wieder hier. So viel Latschen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig. In diesem Gebiet.
Weil mittlerweile habe ich es gefühlt schon auswendig, so oft wie ich hier rumlatsche, aber das soll nicht heißen, dass ich das gut finde. Jo. So, aber jetzt kommen wir endlich weiter! Fortschritt! Ich meine, okay, Schwerpunkt ist auch Fortschritt, aber nicht in der Story! So! Hi, Kollege, warum guckst du mich so an? Das ist gruselig, bitte lass das, danke. Hey, du da! Schön langsam, Burschi! Nicht so schnell! Ich hab die noch schon mal gesehen! Was? Hast du mich gesehen? Wo? Oh Gott, was hat er jetzt? So eine Liste. Ah ja, sehr ähnlich! Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief vom Bowser! Und jetzt sag, wer bist denn du? Prinzessin Peach. Was hast du gesagt? Prinzessin Peach? So, glaubst du, ich bin deppert? Prinzessin Peach wird in der Festung von Bowser festgehalten. Hast du wohl geglaubt, ich weiß es nicht. Du bettelst ja richtig um Schläg. Wortlein, Mario, jetzt kriegst du Tätschen. Oh Gott, bitte mit dem Akzent auf. Der Typ ist irre. Aber ich brauche erstmal Gumbario. Mario. Gumbario, Mario, wie können wir ihm besten auf die Schnauze hauen? Das ist ein Buzzer. Er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß, der Vogel. 40 KP, ja. 3 Angriffskraft, keine Verteidigung. Wenn du in seinen scharfen Klauen gefangen bist, verlierst du 4 KP. Versuche dich aus seinem Griff zu befreien. Seine Spezialattacke ist es, reizenden Wind zu erzeugen. Diese Attacke trifft auch deinen Freund. Also ich. Aber er hat doch Eier ausgebrütet, nicht wahr? Ob er in Wirklichkeit eine sie ist? Keine Ahnung. Trans? I don't know. Was? Du bist so schnell wie möglich A? Trotzdem einen Schaden? Oder kann ich das irgendwie, hätte ich früher anfangen sollen, hätte ich alles ausweichen können. Naja, keine Ahnung. Der Powerhüpfer sollte sehr gut gegen ihn sein. Wenn ich ihn gut benutze. Natürlich nicht. Was hat er vor? Boah, Gott sei Dank. Ganz schnell A-Spam. Funktioniert hier zum Glück. Okay, ich glaube... Hilfe, mein Stuhl. Sorry. Ich glaube, Paracarry könnte uns hier helfen. Ja, okay. Aber das können wir trotzdem machen. Bam! Ich hab geraten. Hab ich gefragt. Geklappt. Aua, 3 Schaden, Mann! Der ist doch deppert! Der ist sowas von deppert! Ja, komm. Darf ich dann noch angreifen, wenn ich ein Item eingesetzt habe? Oder ist das jetzt meine Runde gewesen? Okay, es war meine Runde. Schade. Aber wir können Panzerwurf machen. Drücke nach links und lass los, wenn das im Ziel ist. Okay, das war gut. Das war wie von Yoshi's Island. Nein! Was soll ich machen? Das ist so weit rechts! Oh, 4 Schaden! Und er hat noch mehr als die Hälfte. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Ich brauche eine Erfrischung. Oh, großer alter Stern. Bitte segne mich. Danke. Boy. So, Kollege. Du weißt, wofür es Zeit ist. Für Schmerzen! Ja gut, der Typ ist einfach zu treffen, ne? Alter. Was war das denn gerade? Was können wir einsetzen? 3 Schaden, 2 Schaden. Was macht das? Kickt wirklich shit. 25 KP und 50 WP wieder her. Ja, okay, das würde ich auch spannend für Endgame wahrscheinlich, oder? Dann tue ich das am besten gleich mal in eine Box, wenn wir wieder in einem Laden sind. Also die Gegner verjagt, funktioniert hier nicht. Mann, ich hab nichts. Ich muss einfach hoffen, dass wir schnell genug mit ihm fertig sind. Und ich bete mit Mario. Das will ich auch machen. Bam! Ach shit. Ein bisschen zu früh. Was macht er jetzt? Ach komm, ich spam doch so hart ich kann! Ach komm, Spiel! Lächerlich!
Lächerlich! Bam! Unter die Hälfte, endlich! So, es reicht jetzt, Kollege! Bam! Was macht er jetzt? Oh, die Windböe, die Windböe! Okay, man muss immer einen Schaden nehmen, aus irgendeinem Grund. Bisschen doof, aber... ich kann nichts ändern. Ja, komm. Ich bete ein bisschen. Komm. Alter, sag, ich brauch dich. Ja, und oh, das wäre eigentlich sehr gut. Okay, okay, was jetzt? Junge, das ist so Bullshit! Das funktioniert nicht! Was soll das? Wer hat das programmiert, hä? Wer war das? Die Kacke ist am Dampfen, Freunde. Die Kacke ist am Dampfen. Ich heil mich. Machen wir noch mal einen 5er Schaden mit Paracarry. Yeah. Jetzt weiß ich auch, warum er so heißt. Weil er ein Paracooper ist, aber carryen kann. Ganz nice. Bam! Voll auf die Birne! Ja, toll. Aber. Danke. Sehr schön. Aber er hat nicht mehr so viel Leben. Er ist gleich down. 10 KP. Das kriegen wir noch hin, das kriegen wir noch hin. Aber sowas von. Bam! Trust. Ach komm, ich hasse das. Das funktioniert nie. Weil das drum ist. Das ist immer ja ganz recht. Okay. Okay. Kurz entspannen. Kurz beten. Wir beten nochmal zum großen Stern. Ja. Das ist okay, das ist okay. So. Bam! Ich mag die Attacke, die ist cool. Okay, sehr schön abgeblockt. Sehr, sehr schön. Greif an. Wir haben es fast. Er ist fast down. Eine Runde noch überleben und dann haben wir's. Hab ich recht? Yeah. Nein, nein, oder? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht! Nein, bitte, bitte! Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will sterben! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Jetzt verschwinde! Bam! Alter, nein! Komm, jetzt treff aber bitte! Jetzt treff! Das ist ja nicht tot! Danke! Danke! Down! Oh, das hat sich gelohnt! Nein, nicht wirklich. 16 ist wirklich super wenig. Warum kriegt man denn immer so wenig XP von allen Gegnern? Holla, jetzt hab ich ab, der Schnee gekriegt. Hau ab. Hab mich schon dran gewöhnt, deinen Akzent nicht hören zu müssen und dann kommt der wieder mit sowas an. Gib mal kurz die Leiste. Ich habe 6 Leben, nicht gut. Ich bräuchte Heal. Auf jeden Fall. Da schauen wir erstmal, was vor uns liegt. Eine Endstation hier, so irgendwas? Finden wir mal irgendwann ein neues Gebiet? Oh, gut, dass ich mich nicht geheilt habe, ne? Schau mal da, so ein Fass. Yay, full heal. Und abspeichern. So, hier ist auch der Like-Button direkt mal gedrückt. Warte mal, wo geht's denn weiter? Hier geht's nicht, ach, warte mal, oh, hier. Ich habe mich schon gewundert, so, hä? Oh. Oh. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Okay. Oh Gott, ich glaube, wir sind in einem noch größeren Labyrinth gefangen. Freunde, in der nächsten Folge. Naja. Ich glaube, ich muss gar nicht erklären, oder? Ihr seht lustig aus. What the hell? Gibt's hier was? Komm wieder hoch. Bam.